Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlichen Dank für die Einladung, hier auf dem sächsischen Innovationsgipfel sprechen zu dürfen. Mir geht es auch um das Thema Innovation und mir geht es darum, Ihnen unsere Perspektive aus Sicht von Comunardo vorzustellen. Mein Name ist Dirk Röhrborn, ich bin Geschäftsführer der Comunardo Software GmbH hier aus Dresden. Wenn man über Innovation heutzutage spricht und in den Medien recherchiert, stößt man immer wieder auf bekannte Beispiele. Zum Beispiel Google, die dafür bekannt sind, dass 20% der Zeit geopfert wird für das Thema Innovation. Mitarbeiter haben also einen Tag in der Woche völligen Freiraum, um sich mit Ideen zu beschäftigen. Der Großkonzern 3M, bekannt für die Post-it Notes, ist als bekannt als ein Großkonzern mit einer ganz besonderen Innovationskultur. Und natürlich wird an dieser Stelle immer wieder Apple genannt und es gilt vielleicht als das innovativste Unternehmen der Welt. Last but not least darf in diesem Reigen natürlich nicht fehlen Steve Jobs, der Urvater von Apple und der als die kreative Lichtgestalt des Jahrhunderts hingestellt wird in letzter Zeit, jetzt gerade auch nach seinem Tod im vergangenen Jahr. Und man bekommt immer wieder gesagt, man soll lernen von diesen großen Vorbildern, aber was ist denn eigentlich der große Unterschied? Und der große Unterschied ist, ich denke, das wird vielen von Ihnen klar sein, wir sind nicht Steve Jobs, wir sind nicht Google, wir sind nicht 3M, und unser Unternehmen ist auch nicht Apple, sondern wir sind in einer vollkommen anderen Situation. Wir sind nicht im Silicon Valley, wir sind im Silicon Saxony. Wir sind in Dresden angesiedelt und in einem Dresdner Vorort, in einem Dresdner Stadtteil, in Pieschen, mitten im Silicon Saxony. Wir haben völlig andere Ausgangsbedingungen als diese großen Konzerne. Natürlich auch andere Dinge eine Rolle. Comunardo macht aus ein Team voller Begeisterung und Leidenschaft. Ich werde immer wieder gefragt, warum wir unser Unternehmen Comunardo hier in Dresden gegründet haben und eben nicht in München oder in Hamburg oder gar im Silicon Valley. Und die Antwort ist immer wegen der Leute, die hier sind, wegen der Leute, die Comunardo ausmachen, wegen der Menschen, die aus den exzellenten Hochschulen Schulen hier in der Umgebung zu uns kommen und weil es einfach Spaß macht, mit diesem Team arbeiten. Und die große Frage ist natürlich, was braucht es, um mit einem solchen Team innovativ und damit erfolgreich zu sein? Und dieser Fragestellung möchte ich mich jetzt widmen. Helmut Schmidt hat einmal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. An dieser Stelle soll es aber eben um die Vision gehen, um die Mission gehen, die ein Unternehmen braucht, um ja, voranzukommen. Und ich liebe ein Zitat von dem Schriftsteller Saint-Exupéry, der einmal gesagt hat, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Vision braucht es letztlich, um die Leute voranzubringen. Unsere Vision seit über 10 Jahren ist es, Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen besser zu machen. Neudeutsch wird das mit Enterprise 2.0 oder auch Social Business bezeichnet in den letzten Jahren. Was bieten wir in dem Bereich? Wir entwickeln Software, wir beraten unsere Kunden, wie sie softwareführende Hersteller richtig einsetzen können, um im Unternehmen besser kommunizieren und zusammenarbeiten zu können, insbesondere dann, wenn die Unternehmen größer werden, wenn sie standortübergreifend arbeiten, vielleicht sogar weltweit. Wir sind Premium-Partner von Atlassian im IBM-Umfeld, aktiv Microsoft-Partner, gerade wenn es um SharePoint-Installationen geht, und wir haben eine eigene Software mit Communal, die wir auch noch sehen werden. Aber woher kommen denn letztlich die guten Ideen, die sich zu entwickeln gilt? Und dabei möchte ich zuallererst hervorheben, dass eine transparente und offene Kommunikation mit den Mitarbeitern von ganz besonderer Bedeutung ist. Hier ein Beispiel eines Open Spaces, wo wir uns einen ganzen Tag Zeit genommen haben, um mit den Mitarbeitern gemeinsam in einer offenen Atmosphäre Dinge zu diskutieren. Und hier ist es eben ganz besonders wichtig, dass auch die Führungskräfte, wie hier jetzt zum Beispiel gerade zu sehen, in diesen Dialog ganz intensiv und auf Augenhöhe eingebunden sind, um interessante Aspekte zu erkennen. Und es ist natürlich nicht nur so, dass man an solchen besonderen Tagen im Jahr offen kommuniziert, sondern diese offene Kommunikation muss
durch sich, durch den ganzen Arbeitsalltag hindurch ziehen. Wir sehen also hier Mitarbeiter ganz normal an der Arbeit, an ihren Projekten, und parallel entstehen gerade in den Projekten und nicht unter der Dusche die guten Ideen, die es gilt voranzubringen. Hier im Beispiel also zu sehen, unsere interne Kommunikationsplattform Communode, wo aus dem täglichen Alltag heraus Ideen geboren werden, zum Beispiel für neue Produkte, die diskutiert werden hin und her zwischen den Kollegen, wo am Ende dann auch hier Mitstreiter gesucht werden, die dann Stimmen abgeben, und so dass sich ein kleines Team formt, die dann eine Produktidee vorantreiben können. Also Transparenz und offene Kommunikation nicht nur nach außen hin verkauft, sondern gerade auch intern gelebt, um innovative voranzubringen. Und das Ganze gilt natürlich nicht nur intern, sondern es ist auch wichtig, dass die Kollegen vernetzt sind mit den Experten, mit den Kunden, mit den Partnern, mit Interessenten weltweit. Und dafür betreiben wir als Teil unserer Website eine Weblog-Plattform, wo Mitarbeiter zu spannenden Themen völlig frei eigene Blogbeiträge verfassen können und auf diese Weise sich vernetzen. Und das ist der erfolgreiche Teil unseres Marketings, der uns hilft, nicht nur vernetzt zu sein, sondern auch bekannt zu werden mit unserem Lösungsangebot bei unseren Kunden. Und hier sehen wir also die Blogbeiträge. Das Ganze wird natürlich eingebettet in die Kommunikation über Social Media Kanäle, wie hier zum Beispiel Twitter oder eben Facebook. Und die Mitarbeiter tragen dazu bei, dass sich diese Ideen eben auch über die Social Media Kanäle weiter verbreiten, weil sie selber dort aktiv werden. Was wir hier inzwischen sehen, ist sind Bilder von einem Kundentag, von einer Netzwerkveranstaltung, die wir in einem unserer Technologiebereiche jedes Jahr durchführen, der Confluence and Jira Community Day, wo wir eben mit Kunden, mit Partnern, mit Wettbewerbern auch im Austausch stehen zu den Technologiethemen, die es hier voranzubringen gilt. Und gerade dieser Austausch ist ganz wichtig, auch um einfach die Nähe zum Markt zu haben und um viele gute Ideen zu bekommen. In Projekten, das ist natürlich eine Quelle, dann aber eben auch mal an solchen Tagen die Mitarbeiter hinauszubringen und mal mit den Kunden und Partnern gemeinsam zu spinnen, wie man bestimmte Produkte voranbringen kann, wie man bestimmte Lösungen für Kunden entwickeln kann, die es vielleicht noch nicht gibt. Also dieser Austausch im Netzwerk ist ganz wichtig. Für uns ist dabei nicht nur das Netzwerk mit den Lieferanten hier auf der linken Seite zu sehen, IBM, Atlassian, Microsoft zu sehen, und natürlich mit den Kunden wie hier Aurubis, Anatis Systems, Secunet, VBH, eine Zumtobel-Gruppe, Mobile werden Sie vielleicht kennen. Das ist eine kleine Auswahl der Kunden, sondern Netzwerk bedeutet natürlich auch die Forschungspartner, die wir zum Beispiel hier am Standort haben, mit der Technischen Universität Dresden, speziell der Fakultät Informatik, mit denen wir zum Beispiel auch auf Basis von geförderten Verbundforschungsprojekten aktiv werden, wo wir auch Promotionen unterstützen und ähnliches. Und gerade auch das Netzwerk im Silicon Saxony hier am Standort ist wichtig für diesen Austausch, der uns hilft, gute Ideen voranzubringen. Und in diesen Austausch müssen alle einbezogen sein, das Management genauso wie die Mitarbeiter, die Kunden, Interessenten und Zulieferer. Aber wie heben wir nun das kreative Potenzial unserer Mitarbeiter? Es ist eben nicht alleine damit getan, dass Ideen entstehen können, sondern diese Ideen müssen natürlich auch letztlich dann zu einem Erfolg geführt werden. Sie müssen entwickelt werden. Und dafür haben wir uns in Erinnerung an Vorgehensweisen, die wir eben zum Beispiel von Google kennen oder von unserem Partner Atlassian kennen, haben wir den Open Innovation Day kreiert. Das ist die besondere Ideen bei uns im Unternehmen voranzubringen und vor allem eben diese Ideen der Mitarbeiter. Initial ist es so, dass in einer Ideenfindungsphase, die quasi täglich läuft und im Intranet unterstützt wird, Mitarbeiter ihre eigenen Ideen einbringen können, und Mitarbeiter entscheiden alle 4 Wochen über ein Voting, was ich auch gleich noch zeigen werde, darüber, welche Ideen in die nächste Phase kommen. Nächste Phase heißt, es gibt alle 4 Wochen einen
Open Innovation Day, wo zwei Teams, also jeweils zwei Personen, aus zwei Mitarbeitern, eine Idee einen ganzen Tag völlig abgeschottet vom Tagesgeschäft voranbringen können. Und dabei entstehen manchmal schon Ergebnisse, die direkt einsetzbar sind. Oftmals ist es nur die Vorstufe dazu, dass daraus etwas Größeres werden kann. Wir führen viermal im Jahr einen sogenannten InnoClub durch, ein interner Name, der dafür dient. Und dieses Meeting ist letztlich dafür da, dass die Mitarbeiter ihre Ergebnisse des Open Innovation Days vorstellen können und aus den besten Ideen der Mitarbeiter werden letztlich dann jeweils ein kleines Innovationsprojekt pro Quartal ausgewählt. Diese Entscheidung treffen auch wiederum die Mitarbeiter. Führungskräfte können hier ein Stück weit mitwirken, aber sie entscheiden eben nicht darüber, sie entscheiden nur mit, genauso wie jeder andere Mitarbeiter auch. Und dieses Innovationsprojekt, was ein Mini-Projekt mit ungefähr 10 Personentagen stattfindet, das ist dann dafür da, eine Idee voranzutreiben, manchmal schon eine erste Version, eine Beta-Version eines Produktes zu entwickeln oder auch nur vielleicht einen Businessplan für eine größere Entwicklung vorzubereiten. Und dann erst tritt das Management auf den Plan, im Führungskreis wird dann entschieden, was aus den Ergebnissen passiert, ob sie direkt in die Praxis überführt werden können oder ob eine weitergehende Produktentwicklung angeschlossen werden kann. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir das genau in dieser Form jetzt seit einem Jahr praktizieren und spannende Ergebnisse haben herausbringen können. Hier an dieser Stelle sehen Sie den Open Innovation Blog, den wir auf Basis von IBM Connections Technologie intern betreiben. Und hier werden eben diese Ideen gesammelt. Hier stimmen die Mitarbeiter darüber ab und die Anzahl der Stimmen entscheidet letztlich darüber, welche Idee als Open Innovation Tag oder eben auch als Innovationsprojekt vorangebracht werden kann. Und hier sehen Sie so ein paar Bilder, die wir während der Open Innovation Days geschossen haben. Und schauen Sie einfach mal auf die Augen der Mitarbeiter, schauen Sie auf die Begeisterung, mit denen die hier dabei sind. Das ist das, was richtig Spaß macht zu sehen. Die schließen sich normalerweise einen Tag mit ihrer Technik, Limo, Cola und Pizza wahrscheinlich in einen Besprechungsraum ein. Das gehört also auch dazu, dass es mal was anderes zu essen gibt als die Kantine. Und dann treiben sie ihre Idee voran, ganz erstaunliche Ergebnisse zustande. Und diese Ergebnisse werden dann eben im Innovationsclub vorgestellt und viermal im Jahr werden dann Projekte gekürt und durchgeführt. Und wir haben in diesem Jahr bereits eine interne Verbesserung eines internen Systems entwickelt. Es hat eine Produkterweiterung gegeben, die in Kürze released wird. Und es gibt ein komplett neues Produkt, welches wir in einen Online-Marktplatz unseres Partners Atlassian bereits einstellen konnten. Und zum Ende des Jahres rechne ich damit, dass wir drei neue Produkte, und das sind in der Regel Zusatzprodukte zu bestehenden großen Plattformen, in der weltweiten Vermarktung haben werden. Das ist ein Ergebnis, was wir damit ganz einzigartig erzeugen konnten, und es ist eine direkte Nutzbarkeit der Ideen, die von den Mitarbeitern kamen, hier gegeben. Was braucht es letztlich noch zum Erfolg, um Ideen letztlich voranzubringen? Ganz wichtig ist das richtige Team, und jede Idee hat einen Ideengeber, manchmal auch mehrere. Letztlich bin ich der großen Überzeugung, dass eine Idee immer auch einen Treiber braucht. Und um zum Erfolg geführt zu werden, braucht es eben nicht nur einen Treiber, sondern es braucht ein ganzes Team, was unterschiedliche Qualifikationen beherbergen muss. Und ich denke, Sie werden auch aus eigener Erfahrung wissen, dass es also Menschen braucht, die vorangehen und eine Idee vorwärts treiben mit dem großen Ziel des Erfolges. Es braucht Menschen, die diszipliniert an der Fertigstellung arbeiten, die Finisher sind und das letzte Detail noch mit Perfektion fertigbringen. Es braucht aber auch Leute, die das Team zusammenhalten und die Beziehungen zu Kunden und Partnern pflegen. Und es braucht natürlich immer auch wieder diejenigen, die neue Ideen einbringen, um ein Vorhaben voranzubringen, sei es im Detail, sei es im Großen. Und diese Mischung macht es letztlich ganz stark aus. Und wenn man Ideen im Unternehmen entwickeln will, ist es also ganz wichtig, vor allem auch die Menschen zu entwickeln, die hinter den Ideen stehen.
Wir erleben es als einer der größten Motivationsquellen für die Mitarbeiter, wenn sie eine gute Idee, eine Innovation selber begleiten und zum Erfolg führen können. Dann kommen sie aus sich heraus und tun einfach mehr als das, was irgendwo im Anstellungsvertrag steht. Und dann kann eben auch aus so einer kleinen Pflanze ein großer Baum werden. Aber es gehören eben noch ein paar mehr Dinge dazu. Und es gehört eben auch das nötige Gespür, das nötige Kalkül dazu und ja, die Traute, sich für bestimmte Dinge zu entscheiden oder auch gegen bestimmte Dinge zu entscheiden. Wir haben zum Beispiel einmal eine Sache begonnen, an der wir eigentlich nicht so ganz getraut haben, was es ist, aber wir haben uns entschieden, es durchzuführen. Und heute machen wir im Dienstleistungsbereich auf Basis dieser Idee ungefähr 2 Drittel unserer Umsätze in diesem Bereich. An der Stelle war es eben das Gespür und auch die Durchhaltekraft, so etwas langfristig voranzubringen, um letztlich eine gute, solide Basis für das Unternehmen zu haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Dinge, wo man sich konzeptionell verrennt, wo man zu sehr mit dem Produkt verhaftet ist und eben den Markt zum Beispiel nicht so gut im Auge hat. Hier gilt es eben auch manchmal rechtzeitig, sich dagegen zu entscheiden und bestimmte Produkte abzumanagen. Das fällt nicht immer ganz leicht, da will ich auch ganz ehrlich sein. Für manche Dinge ist es einfach natürlich auch so, dass oftmals die Entwicklungen länger dauern, als man in den ursprünglichen Plänen und der ursprünglichen Erwartung eingeplant hat, dass also Entwicklungen länger brauchen, gerade wenn es um die Markteinführung von Produkten geht. Und hier braucht es Durchhaltekraft, hier braucht es auch einen gewissen Freiraum, sich zu entwickeln. An dieser Stelle spielen natürlich auch Finanzen eine ganz, ganz große Rolle, die eben nicht immer so in den Unternehmen hierzulande verfügbar sind. Und auch die ja, Risikokapitalgeber sind zwar vorhanden, aber ich denke, uns fehlen Risikokapitalgeber, die noch mehr mit unternehmerischem Verstand an die Sache rangehen. Und ich hoffe stark, dass sich das auch in dieser Region einfach noch positiver weiterentwickeln wird als in der Vergangenheit. Woran erkennen wir letztlich vielleicht auch irgendwo auf halbem Wege, ob wir erfolgreich sind, ob wir auf dem Erfolgsweg sind? Und wie schon gesagt, Innovationen brauchen manchmal lange, der Weg ist lang, kurvenreich und steinig, die Dinge verändern sich. Und entlang dieses Weges, denke ich, ist es wichtig, dass man immer wieder auch die Menschen im Blick hat. Sie brauchen also Leute mit Begeisterung am Anfang, die die Idee schöpfen, die die Idee voranbringen. Es braucht Teams, die dann strukturiert ein Vorhaben, ein Produkt, ein Dienstleistungsangebot strukturieren, voranbringen und jedoch auch hier auf die Begeisterung in den Augen der Leute zu schauen. Sie brauchen irgendwann Kunden, die mit Begeisterung über die Dinge erzählen, Kunden, die dankbar sind dafür, dass sie einen Nutzen haben von dem Produkt, von der Leistung, die sie anbieten. Und wenn sie das schaffen und wenn sie lernen, das zu multiplizieren, dann wird irgendwann der wirtschaftliche Erfolg auch zu sehen sein. Wir haben das bei einigen Produkten erlebt. Bei einigen Produkten sind wir auch noch auf dem Weg dahin und wir hoffen, dass wir da auch in den nächsten Jahren weiter erfolgreich sein werden. Und letztlich ist es so, dass ja, zum Ende dann der Erfolg stehen soll und ich möchte gern, dass Sie vielleicht aus meinem kurzen Vortrag hier ein paar Dinge mitnehmen können. Ich denke, wichtig ist mitzunehmen, dass das kreative Potenzial der Mitarbeiter sich lohnt, gehoben zu werden. Ein wichtiger Faktor zum Erfolg an der Stelle ist die offene Kommunikation, die Transparenz im Unternehmen, im persönlichen Kontakt, aber eben heutzutage auch gut unterstützt durch soziale Technologien, die man einsetzen kann. Ganz wesentlich auch die regelmäßige und kontinuierliche Vernetzung mit Kunden und Partnern und eben nicht nur durch die Geschäftsführung, sondern gerade auch durch die Mitarbeiter. Das sollte man nicht vergessen. Prozesse allein reichen auch nicht aus, um Ideen voranzubringen. Es braucht Unternehmer, egal ob nun jetzt selbstständig, Gesellschafter oder eben einfach nur Angestellte, ja, Führungskräfte, die Talente fördern und fordern, die Ideen voranbringen und auch dort selber ganz aktiv mit anfassen. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Joel Barker, der mal gesagt hat: Visionen ohne Taten sind nur Träume,
Taten ohne Visionen sind lediglich Zeitvertreib. Visionen mit Taten können die Welt verändern. Herzlichen Dank.